So, da sind wir wieder. Natürlich habe ich jetzt komplett vergessen, dass im Pausenmodus ja nichts weiterläuft. Ah, da ist schon wieder eine Melone. Jetzt müssen wir hier schon langsam aufpassen. Dafür sind ja auch die Wasserwege da. Wo ist unser Grubberwerkzeug? Hier. Und es waren schon wieder 5 Samen mehr. Und man sieht, aus den 4 Samen ist jetzt langsam schon eine ganze Plantage geworden. Sobald wir das hier fertig haben, werden wir dann immer nur noch die Hälfte in Samen verwandeln. Und die andere Hälfte dafür nutzen, schon mal das Haus zu bauen. Das wird langsam vonstatten gehen. So, ich habe mir jetzt was aufgemalt, wie wir das mit den Flügeln am besten hinkriegen, und ich brauche etwas gelbe Wolle. Die hatten wir aber auch hier drin. Naja, ein bisschen. Ja, und ich denke mal, dass das alles heute noch fertig wird. So, dann schauen wir mal, dass wir den ersten Flügel dran kriegen, so testweise. Lass mal von hier machen. So, der kommt weg. Da kommt der gelbe Wollblock hin. So. Jetzt wird mal geguckt. Eins, darunter einer. Daneben einer, darunter einer. Nee, der muss schon wieder raus. Da brauche ich dann noch ein bisschen gelbe Wolle. Das ist übrigens eine schöne Sache hier. Das mag ich. So, der kommt hier rein. Der ist schräg. Daneben kommt einer. Da kommt auch eine gelbe Wolle drauf. Da kommt einer hin. Da, da und da. Und dann wäre der erste Flügel schon fertig. Und ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt erstmal von unten an, ob der auch gut aussieht. Naja, ich finde, der könnte ruhig noch einen länger sein. Aber an sich ist die Sache schon nicht schlecht. So. So ist schön. Na. So. Hier dasselbe wieder. Theoretisch könnte man den oberen hier auch noch mit Wolle auskleiden und vielleicht hier eine etwas bessere Verbindung dran machen. Wo bist du, Spinne? Ach, hier. Ah! Keine Ahnung, wo die jetzt herkam. Es ist mir eigentlich auch egal. Nein, wer mich kennt, weiß, es ist mir absolut nicht egal. Diese verdammte Spinne hat hier nichts zu suchen.
So, der Rest ist eigentlich recht einfach. Nach oben bauen ist immer einfacher als nach unten bauen. Da liegt auch noch so ein Holzknüppel drin, den holen wir uns mal raus. Da, ich höre schon wieder eine Spinne, die kommt. Wahrscheinlich doch drüber. Nein, die kommen wahrscheinlich nicht drüber, die hängt nämlich jetzt drin fest. Jemand sieht, die kommt nicht hoch. Schön. Ja, ich würde sagen, das sieht doch schon fast aus wie die Rüdenwalder Mühle. Kennt ihr die, die Rüdenwalder Mühle? Mit der Teewurst? Dieses komische Geräusch meint jetzt wohl, nein, kenne ich nicht. Ich versuche das jetzt immer mal zu übersetzen. So, das heißt, wir brauchen noch 8. Jetzt sollten wir mal auf einer Seite uns anfangen. Hier. Das war es schon. Sieht gut aus. Und hier dasselbe. So. Damit sollte die Mühle theoretisch fertig sein. Kommen hier noch in die Ecken aus beleuchtungstechnischen Gründen ein paar Fackeln rein. Und obendrauf. Ah, die Spinne kommt nicht rüber, das heißt, das Ding klappt. Könnte sein, dass die da rüber gekommen ist. Viele Creeper heute unterwegs. Wenn man hier in der Ferne guckt, da ist ein ganzes Nest. Ansonsten sieht es recht friedlich aus. Der Vorteil ist beim Regen, es gibt keine Endermans. Ich muss meine Bemühungen auszufackeln wohl noch verstärken. So, da ist er auch wieder tot. Ja, ich finde, das ist doch ein Meisterwerk. Eine Mühle. Ich hoffe, das erkennt man dann auf den 3D-Karten, auch die ich immer poste. Das heißt, sobald ich das wieder kann, momentan... Ah. Oh. Schön. Ruhig. Momentan habe ich ein bisschen Kriegsfuß mit Kartographer. Irgendwie mag der mich nicht mehr seit 1.8. Oder macht irgendwie Maps mit irgendwelchen Löchern oder... Nichts Schönes jedenfalls. Ach, 5. Reicht noch nicht ganz für das Feld. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3 brauchen wir noch. Ach nee, hier war ja auch noch ein. So, können wir trotzdem schon mal alles umgraben hier. So. Ja, was haltet ihr von der Mühle? Ich mag sie jedenfalls. Nochmal von vorne gucken. Von innen kommen dann Kisten rein, wo dann Getreide und alles gelagert wird. Ist sie auch symmetrisch? Ja, perfekt. Ha, guckt sie euch an. Könnt mal ja kurz mal, machen wir eine Ausnahme im Let's Play. Ich guck mal kurz, ob ich meine Schwester erreichen kann. Kann ich meine Schwester erreichen? Lena, ich brauche deine Meinung. Wie gefällt dir diese Mühle? Sag es mal live jetzt. Und versuch jetzt... Hast du eine Mühle gebaut? Ja, für unsere Felder hier, für meine Felder. Für die mal von der anderen Seite.
Ja, findest du? Die ist wirklich schön. Das ist schön, dass sie dir gefällt. So, jetzt darfst du wieder gehen. Danke. So, also meiner Schwester gefällt die Mühle, sie findet sie süß. Oh ja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen fachkundigen Rat eingeholt von einer eigenen Minecraft-Bauerin. Ah, und wir haben wieder eine neue Melone da stehen. Man sieht, wir kommen heute aus der Feldarbeit gar nicht mehr raus. Diese ganze Aufnahme schreit förmlich Bauernhof oder Harvest Moon. Fehlen jetzt nur noch ein paar Kürbissamen, aber die kriegt man ja, wie ich gehört habe, momentan noch nicht wirklich im Spiel. So. Dann haben wir, ich glaube, das zu und fertig hier. Es waren jetzt übrigens wieder zwei neue Melonen. Hier kommt dann gleich auch eine Kiste hin, wo wir die Melonenstücke sammeln. Denn wir brauchen ja immerhin 9 Melonenstücke für eine Melone. Und erst dann können wir wirklich hier die ersten Ränder und Wände hinbauen. Ja, das heißt, wir holen jetzt erstmal ein paar Kisten, lagern ein paar Sachen um. Also wir lagern ein paar Sachen um, das zum Beispiel, das Brot wird umgelagert, aber das bleibt ehrlich gesagt lieber in meinem Inventar. Da ist es gut aufgehoben. Was wir auch mal bräuchten, das wäre eine Färberei, wo wir die ganzen Farbmaterialien sammeln. Moosstein haben wir auch noch ein bisschen was. Oder ein, auch ein Steinmetz bräuchten wir für unsere Steine. So, mal schauen, was haben wir hier noch drin? Ah, die Saat, die brauchen wir natürlich jetzt. Hier haben wir noch einen Kürbis, die will ich gleich in der Wildgeschichte verteilen. Ansonsten können die Blumen schon mal weg. Die Wolle erstmal auch. Und dann machen wir uns mal, ich sag mal, 5 Kisten. Oder sagen wir 6. Dann haben wir erstmal was. So, so, so. Piep, fertig. Rest kommt raus. Da ist er. Dann machen wir da unten das Weizen. Ah, da ist schon wieder eine Melone. Dann legen wir doch erstmal hier eine Doppelkiste an. Hier so. Müssen wir natürlich so den Spagat schaffen zwischen Melonenhaus bauen, zwischen Melonenscheiben essen und zwischen zweites Feld anlegen. Aber ich denke, das sollte kein großes Problem sein. Wie sieht es eigentlich hier drin aus? Beleuchtungstechnisch würde ich sagen, sehr gut. So, hier kommt das Samenlager hin. Aber das lassen wir momentan noch leer. Hier können wir das Getreide reinpacken. Hier in der Ecke. Ach nee, Crafting Box steht hier schon. Hier im Raum eine Crafting Box halte ich dann doch für übertrieben. Oh, da fehlt dann halt noch der Brothändler. Weil momentan in der Mühle wird ja nur hergestellt. Da fällt mir ein, was hat eigentlich die Rüdenwalder Mühle mit Teewurst zu tun? Ich meine, eine Mühle, da wird Brot gemahlen, aber keine Wurst geteet. Teewurst ist ja quasi Wurstmatsche geräuchert. Ich will nichts gegen Teewurst sagen. Ich esse sie selbst sehr gerne. Oder auch Schmierwurst genannt in nicht ganz so fachkundigen Kreisen. Früher wurde diese Wurst zum Tee gereicht. Da wurde sie sich aufs Brot dann gelegt. Heute schmiert man sich auf jedes Frühstücksdubbel. Aber genug von der Teewurst, wir müssen eine Pause machen. Bis später.